Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, Aloy, ich weiß, es tut weh, aber es tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Sieh doch, ich hab nix. Ich kann dir Gegengift geben, gegen Verderbnis. Ich kann dir auch einen Feuerschutztrank geben gegen Feuer. Ich kann auch meinen Stein werfen, einfach so. Oder ich kann dir nichts sonst geben, weil ich nicht mal meinen Stärkungstank habe. Wir sind so tot, wenn da noch ein Angriff kommt. Ich brauche fucking Händler, das wird sonst nichts. Oder Blümchen, aber die gibt's hier oben. Ey, Leute! Die gibt's hier oben einfach nicht. Wenn da wirklich ein Kampf kommt, sind wir so gut wie tot. Oder ich muss den MLG King des Todes raushängen lassen. Was bei mir ja sowas von bekannt ist. Also, so ist er der Ultimate PvE-Player hier in diesem Game bin. Also, ich habe überhaupt keine Chance. Wenn ich da meine Permissions raushängen lasse, dann sind die alle. Ich komme hier nicht runter vom Berg. Hätte ich Full Life, ich würde einfach rüberspringen. Aber so. Ich sehe da unten was im Wasser. Was war das denn? Eine Lohe? Okay. Ja, okay, ist eine Lohe. Sind das, wenn ich in den Wasserlauf runterschwimme? Ja, das funktioniert. Toll. Okay, wir machen jetzt einfach mal Windwasserbahn. Windwasserbahn mit Aloy. Ja, scheiße. Ich hoffe, da kommt kein Wasserfall, sonst bin ich tot. Aua. Aloy, nicht stacken. Aloy. Aloy. Nicht stacken. Aloy, raus aus dem Felsen. Da gehörst du nicht. Och, Aloy. Ist gut, okay, Aloy. Ich weiß schon, Wildwasserbahnen sind nicht so dein Ding. Ist okay. Ich verstehe das. Ich mag Wildwasserbahnen, aber du anscheinend nicht, Aloy. Ich akzeptiere das. Ist vielleicht auch ein bisschen kalt. Aber ja, bist wahrscheinlich festgefroren am Fell. Ist so mit der Zunge dran und so, wir kennen's ja. Wer hat das nicht schon mal gemacht? Die Zunge an den. an die Straßenlaternen und dann passt das. Solltet ihr übrigens mal ausprobieren. Da gibt's so ein richtig lustiges Feature, wenn es mal richtig kalt draußen ist, so richtig schön im Minusgrade hat. Wenn man schon die Zunge an den Pfosten. Dann passt das schon. Das passieren lustige Dinge, Leute. Glaubt es mir. Wo ist der fucking Händler? Ich werde keinen Bericht erstatten, bevor ich irgendwo einen Händler hatte. Ich brauche einen Händler, bitte. Händler. Wo ist denn mein lieber Händler? Mein guter alter Freund. Ich hab dich so vermisst. Komm, schieb mal falsch an. Nein. Hello, ich kann das. So. Schatten, Spreng, Schleuder. Das habt ihr mir nämlich auch in die Kommentare geschrieben. Wir kämpfen ja die ganze Zeit mit dieser normalen Schleuder, aber es gibt auch noch eine Sprengschleuder. Was geil ist. Die sollten wir uns eigentlich nochmal gönnen. Dafür brauchen wir ein Lanzenhorn her. Das kriegen wir natürlich irgendwann mal bestimmt. Ja, wir kämpfen ja die ganze Zeit mit der Schattenschleuder. Die Sprengschleuder haben wir nie angerührt. Den Schattenrassler rein theoretisch auch nicht. Schattenrassler ist eigentlich auch geil. Egal, wir verkaufen nichts. Doch. Donnerkiefer, komm, wir brauchen das schon. Hier, komm, weg damit. Wir brauchen Geld, wir haben sonst nichts. Ja, ist klar, Leon. Komm, hau weg die Kacke. So, da behalte ich mal 47 Stück von. Den Rest kann ich einfach mal verscherbeln. Verscherbeln, scherben, verscherbeln. Ah, oh, Rayon! Oh, komm weg damit. So, Lohe behalte ich. Ja, mal einen Kühlsaft, hier können wir auch mal bekommen. Was? 200 Scherbchen dafür. Das ist natürlich sehr schön. Mal 15 weghauen. Feuerbrennwurzel, wir werden nie Tränke herstellen. Dafür bin ich zu dumm. Stellerweise, okay, können wir auch verkaufen, rein theoretisch. Okay. Könnten wir mal ausmisten, oder? Nee, komm, lass mal. Ach, ich wollte was kaufen auch noch, ne? Fallen und Tränke, komm, machen wir mal voll hier. Da haben wir auch was ausgegeben. So, die Trainierung der Sprengfalle können wir auch hinhauen. Stärkungstränke auch voll. Komm, mach voll. Gesundheitstrank mach voll. Und die Genesungstränke, bitte. Finden da. Kühlsaft. Ich habe unsere Kühlsaft gerade verbraucht, den wir verkauft haben. Ich hätte meinen Kühlsaft gerne zurück, bitte. Hallo. Kann ich gar nicht. Weil ich nur Lidern ist, weil ich nur das besondere Zeug zurückkaufen kann.
Ach komm. Ja, ist okay. Ich gehe natürlich noch ein bisschen gut in die... aus. Komm, halt die Klappe, Aloy. Rohstoffe. Kühlsaft. Komm, hau rein. Jetzt haben wir 300 dabei. Jetzt können wir uns noch den restlichen Schüssel für Schüssel holen. So. So. Ist es jetzt vorbei? Nein. Dann sind die OP-Tränke und die Heilungstränke so weit auseinander. Das finde ich asozial. So. So. Quest abliefern, habe ich gehört, ne? So. Wo ist unser werter Herr, selbsternannter Bürgermeister? Obwohl der Bruder hat ihn ja ernannt. Oder besser gesagt, im SIF gefragt. So, wir machen wieder Jump'n'Run, habe ich gehört. Hi. Ich habe einen weiteren dieser Köder gefunden und vernichtet. Das Problem sollte gelöst sein. Feuer und Spucke, das hätte ich nicht gedacht. Und wenn es davon noch mehr gibt? Die Werkstatt, wo ich ihn fand, ist verlassen. Ihr seid sicher. Gut. Meine Truppe und mein Bruder hätten in die Hände gespuckt und sie dir gereicht. Im Namen von Scheuerfels und meiner Familie, vielen Dank. Die Hände gespuckt und sie mir gereicht. Die Hand kannst du behalten. Und da kannst du sonst was... Oh, nee, nicht untenrum machen. Bitte nicht, tut es nicht. Komm, lass mal das Thema so stehen. Diese Außergewinn... Spring runter, Aloy. Okay. Belohnungskisten, da war ja auch was. So, auf, vielleicht mal auf. Hm. Ich darf keinen Sprengfall mehr kaufen. Okay. Stoffkiste. So. Quest Nummer 2. In der heutigen Abend habe ich es ja schon besser gesagt. Quest Nummer 2. Denn für euch wird es wahrscheinlich die erste Quest sein hier. Oder soll ich die zweite, wenn wir schon was abgeliefert haben. So, Nebenquest. Unterversorgt altes Waffenlager. Unterversorgt ist immer noch dieses Rede mit Marzavit. Das ist für Stufe 10. Das ist lange her, kann das sein? Hat er irgendeine Quest nicht abgeliefert? Ach, das war hier. Okay. Mhm. Okay, da wir ja genug von diesen schönen Schnellreisepaketen haben, noch 5 Stück. Okay, wir haben nicht genug. Wir müssen uns auf jeden Fall dann noch ein paar besorgen. Und noch dieses ultimative goldene Schnellreisepaket uns anschaffen. Denn damit kann man unendlich schnell reisen. Was mega der Vorteil wäre. Also nebenbei angemerkt. Wäre das schon ganz ein schöner Luxus, oder? Könnte man sich mal gönnen. Also es ist auf jeden Fall eine Investition, die sich lohnen würde. Habe ich mal so das Gefühl, merke ich mal einfach so an. So. Der Ladescreen begleitet uns. Ja, Feuerwaffen-Outfit. Schutz gegen Feuerschaden. Hatten wir schon. Habe ich sogar dabei. Müsste ich mal umziehen jetzt gleich mal, ne? Ich müsste mich gleich mal umziehen. Außer Rahmen Funkenfänger auf. Wir schützen gegen Schockschaden. Wir können uns eigentlich ein Outfit von jeder Fraktion, von jedem Stamm holen. Dass wir uns immer umkleiden können. Wisst ihr was? Ich will das tun. Du da! Ich hoffe, du hilfst uns! Nein! Wir werden nämlich abgeschlachtet! Ist okay. Also, passiert manchmal. Hi. Warte. Du hast doch den Sonnenkönig gerettet. Natürlich. Das ist ein verdammtes Wunder. Ich dachte, das war's jetzt. Weißt du... Mein dämlicher Boss gab uns die falsche Kiste. Es stand Munition drauf, aber sie enthielt lauter Reinholz. 3 Wellen von Wächtern konnten wir zwar trotzdem abwehren, aber ich war mir nicht sicher, wie lange wir noch durchhalten. Ich will dir gerne helfen. Schön zu hören. Wir brauchen je... Alarm! Langbein gesichtet! An die Waffen! Ich finde schön, wenn man wieder im Startgebiet ist und Langbein gesichtet! Die anderen würde man sagen, ja komm, haut drauf! Ist kein Donnerkiefer, keine Panik. War er hier? Langbein gesichtet, Hilfe! Hallo! Wie geht's dir so?
Halbpoint! Ernsthaft jetzt? Hui! Weg! Ich verdrück mich über meine Tasten. Das ist richtig schlimm. Ihr macht die Wächter jetzt das Langbein. Finde ich gut. Wahrscheinlich haben sich die Wächter nicht mal noch geschafft. Ja, haben sie nicht. Okay. Mach das schon. Plünderer. Wow. Plünderer. Oh nein. Plünderer, oh nein. Hilfe. Wir werden alle sterben. Oh nein. Plünderer. Tötet sie. Wir werden uns töten, Hilfe! In anderen Ländern hat man Schiss vor Donnerkiefern und so weiter. Die hier kennen nichts Größeres wie ein Langbein oder ein Schnappenmaul. Das ist für die schon High-End. Das ist ja ne. Geht gar nicht. Er soll mal trainieren. Kommt mal ins Kratzergebiet oder so. Ich habe schon Maschinenjäger gesehen, aber keine wie dich, Fremde. Du bist unglaublich. Ach, danke, danke. Was? Autogramme gibt's. Die Kerne sind weg. Was? Das ist unmöglich. Außer die Reed hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Die Reed. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Er kann nicht weit sein. Stimmt, aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mache ich das für euch. Aber diesmal gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung. Bring die Lidkerne zurück und ich zahle. Ayla, voll die Businessman geworden. Businessman fallen. Businesswoman. Ah ne, Woman. Woman ist ja die Mehrzahl. Tut mir leid an alle Englisch-Fetischisten. Verbessert mich da gerne. So. Wo ist denn der liebe Dirit hingeflogen? Da entlang, okay. Bin ich gespannt, was für ein heftiger Endboss uns am Ende dieser Level 10 Quest erwartet. Ich bin mir sicher, es ist ziemlich atemberaubend. Es ist wahrscheinlich heftiger wie ein Sturmvogel oder ein Todbringer. Also da wird uns wahrscheinlich der Metallteufel höchstpersönlich die Stirn bieten wollen an diesem Ende dieser Level 10 Endquest. Ich bin heute gern Level 10. Warum haben wir die damals übersehen? Ich glaube, die haben einfach nicht weitergemacht. Einfach weil andere Sachen lustiger waren. Habe ich so das Gefühl. Ach, die Rita, ey. Ist ja so. Hallo, Dirit. Wer bist du? Die Karawane schickt mich. Karawane? Welche? Die Sabotierte. Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden, keine Zeugen deiner Tat. Hör zu, Fremde, ich habe Schulden. Wenn ich nicht zahle, werden die mir den Kopf abreißen. Ja, gut. Alter, One-Shot? Ernsthaft? Das ist doch nur... Das ist doch nur ein fucking... Okay, es ist das im Asi, aber trotzdem, es ist nur ein fucking... was war das nochmal? Nein, das will ich nicht. Ich krieg nicht hin. Ich brauch mal eure Hilfe, komm mal bitte her. Hey, ich brauche deine Hilfe. Das Blöde ist nur, der kann mich orten. Das ist das einzige Dumme. Das heißt, der kann mich hier aus dem Gesteck locken. Hallo. Alter. Ich wollte dich gerade überbrücken. Sieht es sich so an, der kleine Dulli. Aber nein, dann halt nicht. Alter, ernsthaft. Heilung! Die Scheiße! Heil dich, du! Das war die falsche. Ich hasse es, wenn die Heiltränke nicht schön nebeneinander aufgereiht. Ist okay! Bist du so ein blöder Schleicher oder was du auch immer bist? Jetzt chill mal! Ich darf dich unsichtbar zu machen, das ist assi.
Aua, lass das hier. Komm, Herr Plünderer, lassen Sie das bitte. Wir werden eine beidseitige Lösung finden. Ihren Tod. Du bist natürlich, ich will dich auf nichts Falsches schießen, das ist das Problem. Ist down. Nee, mit dem Rest will ich keinen Stress haben. Rede mit Dirit. Dirit ist tot. Der wurde gewone-hitted gerade vorher. Und kannst du nicht mehr reden. Oder lebt er doch noch? Die Karawane. Leben sie? Ja, doch. Ja. Ich kam rechtzeitig. Danke. Wenn ich jetzt die Sonne umarme, verbrenne sie. Meine Sünden. Zu schade. Immerhin hat er noch Reue gezeigt. Tja. Wenigstens etwas, wenn nicht sonst was. Der blaue Zeug dabei, ernsthaft? Ne, der hat nur ganz normales Zeug dabei. Wir rauben ihn einfach mal aus. Der hat wirklich einen Jägerpfeil. Ein Jägerpfeil. Wow. Liedkerne. Guck ich mir an. Was sind Liedkerne genau? Wahrscheinlich bei Spezialobjekten. Nee, das ist ein Quest-Item. Mann! Ich dachte, das kann ich gut verkaufen oder so. Nee. Wir sind hier im Norenland, da kann ich Blümchen sammeln. Fällt mir gerade auf. Und wir brauchen ein Nora-Outfit für dieses Land hier, wenn wir schon hier unterwegs sind. Wir brauchen ein Nora-Outfit. Im nächsten Dorf müssen wir ein Nora-Outfit kaufen. Wir haben genug Scherben, wir haben auch wahrscheinlich genug Kern. Also brauchen wir ein Nora-Outfit. Selbe, wir können uns keins kaufen. Aber wir müssen uns auf jeden Fall hier mal umziehen. Warte mal. Inventar, Outfits. Wir sehen uns das Feuerwehr-Outfit an. Das ist einfach besser zu dieser Landschaft hier. Obwohl, es ist doch ein bisschen kalt, oder? Okay, doch. Das andere Outfit passt besser. Ich weiß auch nicht. Es passt besser. So. Ich kann es nicht beschreiben, aber es passt einfach auch besser zu den Nora. Aber die Nora haben ja auch ein bisschen sowas von Blau-Weiß und so als Clan-Farbe, würde ich es einfach mal betaufen. So, Leute. Euer werter diebischer Freund ist tot. Reue gezeigt. Du bist wieder guter Rückerlangt. Mit den Liedkernen, wie ich sehe. Und die Ried? Ein Pirscher hat ihn gepackt. War nicht so schön. Ach, Pirscher ist er. Du hast ihn erledigt? Das gibt einen Bonus. Hier, dein Anteil. Verdient. Ich übernehme ab jetzt wieder. Die Reise verläuft ab jetzt glatter. Ja, das ist sehr gut. Okay, haben wir geschafft. Quests, Nebenquests, altes Waffenlager. Dann gehen wir jetzt zu den Aufträgen. Jagen für die Lumusche. Vorratsengpässe. Zuflucht. Bringe die Signalpfeile zu. Oh. Soweit ich weiß, ist die Quest in einem Dorf abzuliefern. Ne? Bin ich da richtig in einer. Die Quest ist. Was? Wir haben die Lagerfeuer darum noch nicht entdeckt? Dein Ernst? Was ist denn hier bitte los? Warum haben wir denn da nichts entdeckt? Was soll das denn? Die verarschen? Wie weit haben wir denn da nichts entdeckt? Ah, warum haben wir denn da einen Händler? Das bietet sich ja gar nicht an. Ich meine, nee, warum auch? So, Hinder, komm, da haben wir auch ein schönes Banditenlager dann beim nächsten Mal auf dem Weg. Das ist sehr schön. Nee, wir wollen ja alles abschließen. Und mir fällt auch gerade auf, wir müssen mal zum Lager von Rust. Um ein bisschen zu erzählen, was so in unserem Abenteuer passiert. Das Blöde ist, man kann in dieser Welt nicht angeben mit den Heldentaten, die man geschafft hat. Also nicht mit der größten Heldentat, mit der finalen Endquest. Mit der kann man einfach nicht angeben, weil die Zeit hier zurückgedreht wurde. Wir befinden uns quasi immer noch vor der Zeit, vor dem Endkampf. Deswegen habe ich eigentlich irgendwie das Gefühl, wie soll das DLC irgendwann weitergehen? Es soll ein DLC kommen, aber wo soll das ansetzen? Wird dann die Zeit vorgedreht? Oder ist das dann ein separates Spiel? Horizon Zero Dawn 2. Kommendes Jahr. 1. Januar am besten, mein kommendes Jahr, danke. Ach, da kann ich mich erinnern dran an den Ort. Da kann ich mich erinnern dran. Hier habe ich oft gefarmt. Was hat denn irgendein geiles Nora-Outfit, wo wir gerne haben? Wir haben keine gerne. Banuk. Ich will keine Banuk. Danke. Nora, Überlebende. Nora, Beschützerin.
dabei ist geil. Brauche ich mir zwei Wächterherz, ich meine. Und ein Panzermannerherz. Ja. Ist beides zu machen. Ich will eigentlich nicht so eine leichte Rüstung. Ich will eine schwere Rüstung. Ich kann doch bestimmt irgendein Outfit verkaufen, oder? Also nicht Outfit verkaufen, aber hier Zeug verkaufen. Ist das so viel eine Wächterlinse? Das ist eine Plünderer-Linse. Brauchen wir nicht, tut mir leid. So, dann werden wir uns darauf konzentrieren. Oh Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Horizon Zero Dawn. Ich bedanke mich wieder mal herzlich fürs Zuschauen. Und ja, nettes Kommi unten rein. Lasst eine Bewertung da, ob es euch gefallen hat. Oder eben nicht Daumen runter, Daumen hoch. Ihr wisst, wie das Schema so läuft. Das ist ja altbekannt hier auf dem alten, guten, alten YouTube. So, dann verbleibe ich mit einem guten Rayon. Sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Ciao.